Jo Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dutch Coaster XXL. Mein Name ist Dave und ich bin hier heute nach Walibi Holland gefahren. Weil auch hier gibt es eine mega fette Halloween Event. Walibi Fright Nights 2023. Schön, dass ihr dabei seid. Wir fangen an. Willkommen zurück hier im Video. Für uns hat der Tag hier in Walibi dann auch sehr, sehr gut angefangen. Hinter mir kann man das noch ein bisschen sehen. The Final Sleigh Ride. Ein neuer Maze, der hier gekommen ist, der sich so ein bisschen geht über das dunkle Weihnachten quasi. Aber was fand ich von diesem Maze? Ich glaube, dass diese Maze, wenn ich mich nicht irre, nur ein Jahr hier steht. Und das kann man irgendwie sehen. Ich finde die Idee aber super gut, weil es so ein bisschen so bei Goliath so steht, an das Gebiet bei Goliath, damit man das Park ein bisschen mehr auseinanderzieht und die Leute sich auch ein bisschen mehr verteilen, weil es ist schon echt nötig hier in Walibi. Das war die letzten Jahre echt mega, mega krass voll hier. Mir hat die Maze jetzt nicht so gut gefallen, aber dafür gibt es ganz viele andere Experiences, die man hier machen kann. Und die nächste, die ansteht, ist genauso wie letztes Jahr. Slaughterhouse. Also da habe ich richtig Bock drauf. Die Klinik kommt auch noch heute und da ist noch eine neue Experience, wo wir dann später noch drüber reden. Ist mit Lampen und so, da geht man so auf Urban Explorer, heißt das glaube ich. Also ganz, ganz, ganz schwieriger Name. Also diese Maze hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen, aber wenn du jetzt keine Erfahrung hast mit so einem Maze, finde ich das ein sehr, sehr guter Anfang. Wir laufen jetzt einfach mal durch den Park, schauen uns alles ein bisschen an und da habe so riesen Bock drauf. Auf Halloween Fright Nights hier in Walibi. Hier Festival of Freaks, das große Gebiet, wo man heute Abend Eddie the Clown noch sehen würde. Also das Maskottchen quasi von Walibi Fright Nights. Und genau, nehme ich euch mit, an diese Seite hier, Slaughterhouse. Der Eingang von einer von den besten Experiences, die ich je gemacht habe. Letztes Jahr habe ich gemacht, also da wirst du wirklich so ein bisschen, ja, du bist das Schwein und hängst dann so ein Fleischhaken und gehst dann durch die Schlachtfabrik. Also richtig Bock drauf, da gebe ich jetzt rein. So Freunde, los geht es, Slaughterhouse. Also ich habe so richtig Bock drauf, bin gespannt, ob es dann auch irgendwie das gleiche ist wie letztes Jahr. Oder dass sich da irgendwie was verbessert hat. Aber bevor ich dann reingehe und es vielleicht nicht überleben werde, würde ich euch gerne noch daran erinnern, dass wir heute dann auch der Gewinner bekannt machen für die zwei Nächte im Preston Palace wegen die 500 Abonnenten, die ihr mir gegönnt habt. Also dafür nochmal vielen, vielen Dank und nachhinein hier in Walibi würde ich dann den Gewinner aus der großen Stapel mit E-Mails ziehen. Jetzt erstmal Slaughterhouse. Wow, ich bin immer so froh, wenn das Halloween-Saison endlich angefangen hat und Walibi mit seinen Experiences ist schon was Besonderes. Slaughterhouse, wir machen es mal. Bis gleich! Ja, Freunde, das war Slaughterhouse. Besser als letztes Jahr, meiner Meinung nach nicht, aber sehr, sehr intensiv. Es macht es, es bleibt einfach eine mega intensive, ja, wie sagt man das, Experience. Es ist einfach, weil du da ganz alleine in so einem Stuhl hängst, du bist festgebunden. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern für die Leute, die noch kommen möchten, aber hier drinnen ist es schon ein bisschen crazy. Sicher am Anfang finde ich es sehr intensiv, also die Interaction, was du dann hast mit den Scare Actors und wie sie mit dir umgehen, ist schon echt schon, ja, ich glaube, pro Person ein bisschen unterschiedlich, aber manchmal auch ein bisschen auf der Grenze, aber sehr, sehr cool, gehört einfach dazu. Das einzige große Nachteil ist natürlich, dass du den ganzen Tag jetzt mit so einem Stempel läufst und dass du stinkst nach Schweinespeck. Aber bist du hier in Walibi Fright Nights? Willst du das Geld ausgeben? Und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob es 20 oder 25 Euro ist. Ich glaube sogar 25 Euro für diese Experience ist. Es ist es auf jeden Fall wert. Mir hat es mega gut gefallen. Letztes Jahr besser, aber da war es neu. Und da wusste ich nicht, was ich erwarten könnte. Jetzt weiß ich das ein bisschen. Aber mein lieber Scholli, Slaughterhouse. Dicke fetten Daumen. Wir haben gleich Camp of Curiosities. Und dann gehen wir in die Klinik. Auch eine Experience, wo ich mich mega drauf freue. Walibi steht einfach sehr hoch oben mit Halloween Experiences, Maces, egal was, ja. Oh Mann, schön, Slaughterhouse, haben wir wieder geschafft. Gutes Fleisch,
Big and down. Meneer, ziet het dan? Dat is een fout! Fout! Wow! Ja, das Wetter heute ist leider nicht so, wie wir gedacht hätten. Also es regnet echt den ganzen Tag. Wir haben natürlich ständig mal beobachtet, was es heute macht. Aber es ist dann mal ein bisschen trocken und dann regnet es wieder. Gerade so wie jetzt. Aber wir stehen hier im Festival of Freaks und da muss ich sagen, da kann man so wie hinter mir lecker Essen holen. Oder an die andere Seite da hinten kann man lecker was zu trinken holen. Also man steht hier eigentlich schon sehr, sehr angenehm. Und sicher heute Abend, wenn dann auch wirklich Fight Nights angefangen hat, ist es hier irgendwie auch schon ein bisschen ein geselliges Gärchen. Ich komme hier immer gerne. Obwohl ich es 2 Jahre zurück, wo es noch so die Rednecks waren, hier rumgelaufen sind, irgendwie cooler fand. Da standen ja auch von den alten Sofas und da waren auch die Feuerschale, wo es so lecker warm werden könnte. War ein bisschen anders angekleidet wie jetzt. Hat mir persönlich besser gefallen, aber trotzdem merke ich, dass ich immer wieder zurückkomme in dieses Gärzone, was jetzt dann Festival of Freaks ist. Ja. Gleich auch der Eingang hier von Camp of Curiosities bei Festival of Freaks. Also das machen wir gleich um 18 Uhr. Aber bis dahin einfach nur mal trocken stehen und genießen. Hier gleich der Eingang von Camp of Curiosities, aber jetzt erst in die Seite, auf die Bühne, mal gucken, wenn Eddie kommt und die Fright Nights dann endlich anfangen. Mann, haben wir wieder lange gewartet, ein ganzes Jahr wieder, aber es geht wieder los. Hello my friends, it is now 6 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have begun. Welcome to the Symphony of Screams. Also Fright Nights hat jetzt offiziell angefangen und für uns fängt es dann an. Wir haben schon 2 Maces gehabt, also 2 Experiences, aber es fängt jetzt wirklich an mit Camp of Curiosities. Also richtig, richtig Bock drauf. Erstmal das ganze Labyrinth durchlaufen und dann geht es los hier auf der komischen Campingplatz, der hier steht, auf Wallaby Fright Nights. And don't you? Welcome. So Freunde, das war Camp of Curiosities. Ich muss sagen, was eine coole Maze. Es war leider noch tagsüber, also es ist ja noch hell, wie man sieht draußen. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil der Maze draußen ist. Es ist quasi ein Campingplatz, ein verrückter Campingplatz, wo man drauf geht. Und da passieren natürlich die mega, mega coole Sache. Ich spoilere dieses Mal wirklich nicht so viel, weil viele Leute von euch noch vielleicht auch hier nach Fright Nights kommen. Und dann habe ich schon alles so ein bisschen vorausgesagt, das wirklich nicht. Aber Camp of Curiosities auf jeden Fall sehr, sehr cool. Leider haben wir heute viel Regen. Also da auf deinem Campingplatz war es auch sehr, sehr, sehr nass. Die Füßen sind wirklich schmutzig und nass geworden. Aber nochmals, eine mega coole Maze. Tagsüber vielleicht ein bisschen weniger scary dann abends. Also ich würde sagen, willst du das machen, mach es nach 20 Uhr. Wenn es wirklich schon dunkel ist, dann hast du einfach etwas mehr Erfahrung, wann die ganze Maze. Aber auch tagsüber schon sehr gute Schreckmomente. Jetzt steht was anderes an. Ich drehe mich ganz kurz. Da ist er. Wir gehen wieder rein. Klinik. Letztes Jahr auch gemacht. Letztes Jahr wirklich irgendwie, ja, wie soll ich das sagen? Also hat mich schon umgehauen, ja. Das war schon ein richtiger Mindfuck. Und ich hoffe, dass der sich
wirklich verbessert hat. Letztes Jahr war natürlich schon Bombe. Diese Experience kann man gar nicht erklären. Das muss man einfach nur machen. Man kann es nicht erklären. Es ist einfach krank, was hier drinnen abgeht. Und ich hoffe, dass ich es dann auch das zweite Mal jetzt genauso erfahre wie das erste Mal. Weil das erste Mal natürlich irgendwas anderes ist. Das war genauso bei Slaughterhouse. Das erste Mal ist alles ein bisschen, man kennt es nicht, man geht dann rein und man muss dann abwarten, was passiert. Aber irgendwie bleibt die Klinik so ein bisschen Bauchkribbel oder so. Sehr, sehr cool. Richtig Bock drauf reinzugehen. Und danach haben wir dann endlich Zeit, die Scare Zones und Barley Fight Night zu genießen. Ja. Jetzt erstmal Klinik. Bock drauf. Was dieses Jahr ein bisschen schade ist, ist, dass dieses Jahr keine Lightshow ist hier bei Lost Gravity. Einfach nur, weil dann auch ganz viele Leute hier noch Bilder machen von die coole Mack-Weiz-Maschine hier. Also deswegen dieses Jahr keine Lightshow dazu, aber trotzdem im Dunkel und mit die kleine Beleuchtung so links und rechts. Eine mega, mega coole Bar. Lost Gravity. Machen wir jetzt nicht, weil wir sind hier für Halloween. Und die Wartezeiten sind wirklich, wirklich, wirklich lang. Also möchtest du hier zu Walibi Finals kommen und denkst, ey, ich gehe mal schön irgendwie die Mason und die Experiences und ich mach mal Achterbahn fahren, das Ganze vergessen. Also wenn du die Mason und die Experience machen möchtest, ist das schon viel Aufwand und bist du eigentlich echt ständig am Rennen. Und auch wenn du dann mal nicht alle Masons buchst oder alle Experiences, aber nur ein paar, bleibt ganz wenig Zeit über, um dann auch überhaupt noch Achterbahnen zu tun, weil einfach die Warteschleife mega, mega lang sind. Aber ganz ehrlich, mit Halloween kommt man auch nicht wirklich in den Park, um in der Achterbahn zu fahren. Da kommt man in den Park, um die Experience zu machen, die Scares so zu sehen und einfach Halloween zu feiern. Ja, Lost Gravity. Trotzdem dicke Daumen. Also direkt auf der Pirates Cove, also der Scares und Pirates Cove, haben sie hier so einen großen Platz gemacht, wo man sich überall was Leckeres zu essen holen kann. Dahinter sehe ich Fritzchen stehen, hier sehe ich Chicken stehen. Hier ist noch ein Shop mit Halloween-Merchandise und das gibt es eigentlich durch den ganzen Park. Also sehr, sehr cool. Nicht nur die Restaurants, die würde das ja gar nicht ankönnen, was hier jetzt an Leute sind. Genau neben Pirates Cove kann man sich lecker was essen. So Freunde, ich habe in meinem Leben einen ruhigen Platz gesucht, wo ich euch genau erklären kann, was ich fand für meine zweite Mal Klinik. Also nicht das zweite Mal dieses Jahr, ich war letztes Jahr schon drin und dieses Jahr. Und ich muss sagen, dass das Unerwartete, was man hat, wenn man alleine in so eine Experience geht, einfach weg ist beim zweiten Mal. Ja, das ist auch bei Slaughterhouse so gewesen. Das erste Mal weiß man überhaupt nicht, was man erwarten kann und ist so eine Experience ganz alleine einfach mega beängstigend. Ein kleiner Spoiler gebe ich euch jetzt. Man ist bei beiden Experiences, also Slaughterhouse und bei der Klinik, auf jeden Fall so gelegt oder gesetzt, dass man immer festgebunden, man kann sich nicht bewegen und das macht es einfach mega, mega creepy. Das erste Mal ist das natürlich logisch, wenn man das nicht kennt, dass es ein ganz anderes Feeling ist, wenn man da reingeht, dann das zweite Mal. Das will aber nicht sagen, dass die Klinik schlechter war wie letztes Jahr. Im Gegenteil, ich muss sagen, sie haben ein paar sehr coole Schreckeffekte reingebracht, die letztes Jahr nicht da waren und dafür gesorgt haben, dass diese Experience und die Erfahrung einfach wieder komplett neu waren. Ja, das haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Jetzt sitze ich hier und habe mal eben ein paar Minuten Ruhe, bevor wir die restlichen Scare Zones angucken. Das haben wir noch so wenig gemacht. Und denkt dran, wir vergeben gleich noch, also ich ziehe gleich noch der Gewinner raus für die zwei Nächte in Preston Palace in den Niederlanden. Also heute kannst du den Preis gewinnen. Also das machen wir gleich auch noch. Wir haben noch viel zu tun heute. Also gebe jetzt schnell Gas zum nächsten Scare Zone, da wo Eddie ist. Ich habe hier alle Kandidaten, die mitgemacht haben an dem Gewinnspiel. Und ich würde jetzt ein besonderen Weg finde, um jemanden rauszuziehen, der gewonnen hat. Wir machen es jetzt kurz und knapp. Ich laufe einfach durch den Scare Zone von Eddie und warte, bis eine von den Clowns oder den Scare Actors hier ein Zettel rauszieht. Also ich drücke euch alle die Daumen, die Reaktionen waren alle Hammer. Also einer von euch ist dazwischen und gewinnt. Viel Glück! Da muss ich auch nachdenken, liebe Mannen. En dan zulke Mannen? Zulke Mannen? Of gaan we er helemaal Belgische mannen door? Eentje eruit halen, eentje. Eentje eruit halen? Dat is de winnaar van een winspel op mijn YouTube-kanaal. Domme Jurica! Ja, maakt het niet uit. Laat maar liggen. Wil je wel even kunnen zien? Heel even. Anders dan ja. Dat is een lekker bolpijn. Dat is hem. Ik verklappen. Even kijken. Dan zou jij voor mij even deze op willen blazen? Dan ga ik voor klein op blazen. Gaan we blazen. Deutsch. Blazen, Jurica. Het is... Lieke Janssen.
Lieke Jansen! Lieke Jansen! Lieke Jansen! Hey! Ik ben blazen, vind geen relatie! Ja, Freunde, der Gewinner haben wir gerade bekannt gemacht. Zwei von den Scare Actors bei Festival of Freaks haben mir damit geholfen. Und Lieke Jansen, du hast gewonnen. Du gehst zusammen mit deinem Freund, wie du das in der Mail geschrieben hast, nach Preston Palace in den Niederlanden und wirst da die All-Inclusive-Aktivitäten genießen. Liebe Leute, ich danke euch alle für Mitspielen und ich danke euch alle für das Abonnieren und das Unterstützen von meinem Kanal. Freut mich mega, mega toll. Also, wenn wir bei die 1000 sind, machen wir einfach wieder ein neues Gewinnspiel. Von jetzt gratuliere Lieke Jansen. Wir gehen weiter im Park und wir haben noch eine coole Experience, die wir heute machen. Bock drauf! Wir sind Richtung der Scare Zone Nightmares, eine meiner Lieblingszonen. Die ist tatsächlich nicht mehr da, wo die immer war. Das ist nicht mehr da, bei der Spielground, wo der früher war. Der ist jetzt auch andere Seite gegangen, einfach nur, um auch zu sorgen, dass es nicht so voll wird. Weil da waren ja Tage dabei, da müssen die Scare Actors einfach wieder reingehen, weil die ihre Arbeit nicht machen könnte. Und das ist natürlich mega, mega schade. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt so auswirkt auf einen anderen Platz. Viel verschoben ist es jetzt nicht. Also 20 Meter ist jetzt da bei der Splash Battle hingebaut. Ja, wir schauen uns das Ganze mal eben an. Kurze Information, Friday Nights, möchtest du noch kommen? Es sind noch 8 Tage möglich. Das ist jede Woche nach dieser Woche von Donnerstag bis Sonntag noch zu besuchen und dann ist es vorbei. Der 30. und 31. Oktober ist es hier schon geschlossen und macht sich fertig für Friday Nights, das dann wieder stattfindet mit Weihnachten. Ja, jetzt gehen wir erstmal in Richtung Nightmares. Ja, Freunde, der neue Platz, wo hier Nightmares liegt, finde ich persönlich einfach echt der Hammer. Also es ist ja sehr, sehr laut. Ich hoffe, ihr versteht auch alles. Aber dieser Platz sorgt dafür, dass viel mehr Leute hier stehen können, dass die Scare Actors normal hier Arbeit machen können. Weil letztes Mal müssen die einfach rein, könnten ihre Arbeit nicht mehr machen, weil einfach so viele Leute hier waren. Also ich finde das wirklich mega, mega cool. Und dann auch hier so mit der Splash Battle auf dem Hintergrund. Ist schon echt mega, mega cool. Sieht man auch so eine mega große Spinnengewebe da dran. Da oben noch so eine extra Spinne, die sie hinzugefügt habe jetzt für Halloween. Also diese Scare Zone finde ich echt schon eine Verbesserung, wie es letztes Mal war. Und man sieht auch, dass die Leute das viel mehr genießen können. Hier auf der Platz vor Speed of Sound gibt es hier so eine mega coole Silence Disco. Ja, hier der DJ, man hört ja gar nichts und das ist ja mega, mega cool. Man kriegt so einen Kopfhörer, geht dann hier rein und kann einfach nur tanzen, aber man hört eigentlich gar nichts. Mega cool. Schöne Idee, man sieht auch hier, der Mann hier hat auch richtig, richtig Bock hier, feiert richtig ab, sehr, sehr cool. Also für der Speed of Sound, das eigentlich immer sehr, sehr laut ist, ist hier einfach mal eine coole Silence Disco, ich fange es an zu singen. Dicken Daumen, Silence Disco.
so, wir sind unterwegs zum letzten Maze Experience von heute. Urban Explore Horror. Also auf der gleichen Platz haben sie das irgendwie kreiert, wo auch der Eingang ist von The Final Sleigh Ride. Ich weiß jetzt nicht, ob der nächstes Jahr auch noch hier ist. Und man sieht hier eigentlich hinter mir schon ein ganz altes Gebäude, wo sie so, wo Walibi so ihre Requisiten versammelt hat. Und da haben sie jetzt so ein Urban Place von gemacht, also so ein Lost Place von gemacht. Bin sehr, sehr gespannt. Wir kennen natürlich Hell House aus Movie Park, ist eine ganz andere Geschichte, gehen mit dem Bus hin. Also das ist schon echt mega, mega cool. Und ich bin gespannt, was das ist, weil der Final Sleigh Ride war jetzt nicht so mein Fall. Man hat auch gemerkt, dass das irgendwie alles ganz schnell gemacht ist oder so. Aber gut, für das Auseinanderholen von das Publikum im Park war das einfach mega, mega cool. Weil hier zwischen Condor und Goliath liegen die zwei Maces Experiences einfach sehr, sehr gut. Ja, wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das alles mal ganz genau an. Ich laufe jetzt dran vorbei und zeige euch mal ein bisschen von die Requisite, was ich so meine. Die alte Schmuckstücke vom Park wurde versammelt und das ist jetzt einfach der Lost Place geworden. Cool! Also das ist quasi der neue Platz, was sie hier kreiert haben. Also ich glaube nicht, dass das wirklich bleibt. Hier steht ja noch so eine Pasta-Bude, dahinter sind noch ein paar Toiletten und daneben kann man sich noch was zu trinken holen. Hier ist der Final Sleigh Ride und an dieser Seite hier, wo die Leute jetzt gerade reingehen, ist ein Urban Explorer. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin echt gespannt auf diesen Maze, weil nochmals, der Final Sleigh Ride war jetzt nicht so mein Fall, aber so ein Experience mit Lampen und so sollte mal schon richtig cool sein. So, wir kommen gerade aus der letzten Maze Experience, die wir gemacht haben. Mehr Experience eigentlich, kriegst du so eine Sacklampe mit und du gehst dann eigentlich auf in so ein Lost Place, wo alles alte Requisite von Walibi stehen. Siehst auch echt so die alte Gondel von Condor stehen da. Sehr, sehr cool gemacht. Es ist ein ganz großes Drinnengebiet, aber auch ein ganz großes Draußengebiet. Man muss ein bisschen klettern, man muss ein bisschen kriechen und man muss ein bisschen fit sein, wenn man diese Maze machen. Auch hier würde ich jetzt nicht so viel spoilern, weil viele Leute noch wahrscheinlich noch hier hinkommen und das dann noch irgendwie machen würde. Aber auf jeden Fall eine sehr coole Experience, wovon ich glaube, dass sie nächstes Jahr nicht mehr hier ist und es einfach nur eine Notlösung war und das alles ein bisschen mehr auseinander ist hier im Park, damit nicht alle Leute auf einen Platz zusammenkommen. Ja, mit die letzte Experience kommen wir dann auch am Ende dieses Video. Wir haben heute unsere Gewinnerin gezogen für die zwei Nächte in Preston Palace. Liki Janssen, gratuliere nochmal. Und alle anderen, vielen Dank für eure Unterstützung. Also hat euch das Video gefallen? Mach einen dicken fetten Daumen hoch. Bist du nicht abonniert, dann mach das mal. Wenn wir die 1000 sind, machen wir nochmal ein dickes Gewinnspiel. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für das Zuschauen und sage ich bis nächstes Mal. Bock drauf. Ciao. Also solltet ihr jetzt hier hinkommen und ist der Tag Regen angesagt, dann nehme auf jeden Fall alte Schuhe mit und sorge, dass dein Auto nicht so dreckig wird, weil das ist hier wirklich schon, ja, schlecht. Also wenn es trocken ist, wird es bestimmt eine gute Parkplatz sein. Jetzt, da ging ich schon fast beinahe. Wo es so geregnet hat, ist das echt schon Horror.